Hi, ich bin Laura. Ich bin Benni. Und wir betreuen die Sportart Rhönrad und hier am Hochschulsportzentrum Aachen. Ja, als Rhönradturnen ist eine Turnsportart, bei der die klassischen Übungen des Geräteturns in ein rollendes Rad integriert werden. Jawohl, die Levelstrukturen, die sind wie folgt. Es gibt Level 1, 2 und 3. Ich mache das Anfängertraining, das ist das Level 1. Da probieren die Anfänger, lernen das Sportgerät kennen, machen die ersten Übungen und das wird dann weiter fortgeführt in Level 2 und 3. Das macht die Laura. Genau, im Moment findet nur der Treff statt. Level 3 wäre dann die Krönung, wo man wirklich lernt, eigenständig zu turnen. Im Treff treffen sich dann die fortgeschrittenen Turner, können eigenständig Übungen ausprobieren und sich gegenseitig dabei helfen. Ja, das Rhönradturnen unterscheidet sich in die Turnsportarten Geradeturnen, Spiraleturnen und Sprung, was das klassische Wettkampfturnen betrifft. Wir starten meistens mit dem Geradeturnen und je nach Vermögen ergänzen wir dann die anderen Turnsportarten, wobei wir den Fokus eher auf dem Gerade- und Spiraleturnen haben. Ja, darüber hinaus haben wir auch die Möglichkeit, Paarturnen zu machen. Genau, und wir machen prinzipiell auch Sur, das ist aber eher so auf Basis, also weil es vom Einstieg einfacher ist. Die Anfänger machen meistens erstmal gerade und dann wie man Lust hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, Koordination, Orientierung und Körperspannung sind nicht schlecht, wenn man die mitbringt. Beim Anfängertraining trainieren wir aber auch, dass die Leute anfangen, das aufzubauen. Ansonsten ist ja Freude an der Bewegung, Motivation und vielleicht auch ein bisschen Frustrationstoleranz nicht schädlich. Ja, auf jeden Fall generell Spaß am Sport. Also die Räder, die wir im Hintergrund sehen, werden vom Hochschulsport gestellt. Die braucht ihr natürlich nicht mitzubringen. Wichtig wären Sportklamotten und eng zu schnürende Schuhe, damit halt die Füße gut halten. Und ja, die sollten eine bisschen dickere Zunge und eine dünne Sohle also haben. Also keine klassischen Lauf- oder Jogging-Schuhe.